unendlich langer Zeit. Doch machten wir Friesen am Wasser uns breit. Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus. Aber breit sehen wir Friesen auch heute noch aus. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. Kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut. Die Deiche, sie halten mal schlecht und mal gut. Die Dünen, sie wandern am Strand hin und her. Von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. Die Seehunde singen ein Klagelied, weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können, sonst schied. Die Schafe, sie blöken wie blöd auf dem Deich. Und mit schwarz-grünen Kugeln garnieren sie ihn reich. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Thank you.
Ja, ganz wichtige drei Punkte für uns. Nach zwei verlorenen Spielen ist es immer wichtig, dass man zurückkommt. Wir haben, weil ich auch gerade schon von Fernsehteam gefragt wurde, warum er und nicht er, da habe ich auch schon gesagt, dass es heute eigentlich uninteressant war, welcher Spieler auf dem Platz stand, sondern dass die Mannschaft sich einig war und wirklich Vollgas gegeben haben. Wir waren von der ersten Sekunde an im Spiel und haben dann natürlich auch zwei glückliche oder zwei frühe Tore gemacht, was dem Spielverlauf dann auch für uns zugute kam. Und der Karin hätte, ich glaube, vier Tore in den ersten 25 Minuten machen müssen, hat er noch zwei Kopfbälle ganz frei vor dem Tor. Wäre dann sicherlich ein bisschen früher gewesen, weil Hamburg ja auch ein, zwei Chancen hatte. Aber das hat uns schon ein bisschen Sicherheit gegeben. Wir haben uns in die Bälle reingehauen. Wir haben läuferisch alles investiert und das war heute auch ausschlaggebend für den Sieg. Zweite Halbzeit haben wir das Ergebnis verwaltet, haben nach vorne keinen Weg mehr gefunden, konstruktiv noch in die Spitze zu spielen. Und von daher bin ich mit dem Spiel natürlich nicht so hundertprozentig zufrieden, aber für uns galt einfach wirklich nur, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen, dass wir so ein bisschen Luft nach unten kriegen und ich glaube, ich weiß nicht, wie das andere Ergebnis ist, jetzt auf dem dritten oder vierten Tabellenplatz stehen. Donnerstag ein extrem, ich glaube, heißes Spiel gegen Dresden erleben werden, aber da freuen wir uns schon drauf und wir werden uns auch gut vorbereiten. Danke. Ja, die Voraussetzungen nach 10 Minuten 2-0 zu liegen waren natürlich nicht optimal. Da haben wir den Gegner im Grunde genommen Standardtor will ich noch außen vor lassen, aber das erste Tor haben wir dem Gegner natürlich geschenkt. Gegen so eine Mannschaft darf ein so nicht passieren, ganz klar. Und dann ist es schwer, das Spiel sozusagen zu finden. Was die Mannschaft aber denn eigentlich gut gemacht hat, sie hat weiter versucht, Fußball zu spielen, weiter nach vorne gespielt, sie hat sich zwei, drei Möglichkeiten ausgespielt. Wenn da ein bisschen das Quäntchen Glück da wäre, ein bisschen mehr Entschlossenheit,
ein bisschen mehr Mut, dann hätten wir vielleicht den Anschlusstreffer erzielt. Hätten dann natürlich ein anderes Spiel nochmal gesehen. Wie ich das so auch sage, wir hätten natürlich auch nochmal 3 oder 4 zurückliegen können nach den beiden Kopfballchancen. So war vom Ausbildungsaspekt nach den 10 Minuten war es eigentlich gut. In so einer Situation konnten wir die Jungs auch unter Druck testen und wir haben es so weit gut gemacht. Zweite Halbzeit war es natürlich noch schwieriger, wo die Jungs standen kompakt. Es war nicht mehr diese Power drin, diese Spielfreude. Ein Sieg können, glaube ich. Und von daher geht der Sieg in Ordnung. Gibt es Fragen an die Trainer? Eine Matuschka, vorsichtshalber eine Auswechslung wegen seiner Knöchelprobleme von der Woche oder hat er wieder ein anderes Problem noch gekriegt? Nein, ich glaube, dass er heute ein bisschen Probleme im Spiel hatte. Ich meine, wir kennen Tusche ja schon in einer anderen Verfassung. Ich glaube, die wichtigsten Bälle von ihm waren heute die ruhenden. Ansonsten hat er wenig Bindung zum Spiel gefunden. Und irgendwann mal hat er sich gestern Abend auch vom Physiotherapeuten Medikamente geben lassen. Er hat so ein leichtes Kratzen im Hals. Ich will auch hoffen, dass es da nicht schlimmer wird, aber dann schien auch so ein bisschen nach 16 Minuten die Kräfte am. Hat er aber selber so nicht gesehen, oder? Ich bin froh, wenn ein Spieler wie Matuschka Emotionen zeigt und nicht mit allem einverstanden ist, was man sagt und tut. Und, die meisten sitzen hier auf die Bank und sind mal ruhig. Und, ich glaube, in seinem Fall ist es der bessere Weg gewesen. Vielleicht noch ein Wort zu Jonas Romani. Das beste Spiel, was er von Union gemacht hat, wenn man da ist. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich beim Training auch schon angedeutet. Okay. Ja, ich habe es auch in der Mannschaftsbesprechung gesagt. Nach 2 verlorenen Spielen neigt man sowieso dazu, irgendwo mal vielleicht was zu verändern. Und er hat sich das einfach verdient im Training. Hat er unglaublich viel Gas gegeben, hat versucht auch, egal in welchen kleinen oder größeren Trainingsspielen, seine Mannschaft mitzureißen. Und das war auch genau das, was wir heute als Mannschaft auch brauchen. Er hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, er hat die Bälle verteidigt, war eigentlich überall zu finden, hat ein bisschen Pech im Abschluss gehabt, seine Schüsse wurden abgeblockt oder wurden dann oder kamen nicht direkt aufs Tor, aber so hat er eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Noch weitere Fragen? Nein. Ich bin schon vergessen, für die Heimfahrt und rein für den schönen zum Tag. Danke, danke. Business fight. Saddened words ring true. Leaving like a saint. Still clouds fall on you. Habt ihr noch was gekriegt? Das ist aber knapp ausgegangen. Meister, Deutscher Meister, BRC! Herzlichen Glückwunsch von Herrn Wiederum, Deutsche Bahn. Danke. Was? Und? Herr Wiederum. Es ist wieder Party. Es ist wieder Party. Danke.
bist jetzt neu bei der Bahn. Oh, mein Telefon. Deutscher Meister, Deutscher Meister!